Hier sind wir wieder und hier sehen wir den letzten Kampf für heute bei Eurosport und New Catch. Und als erster kommt hier Frans van Buyten, der belgische Löwe. Wir kennen ihn von Eurosport und wir kennen ihn in Österreich und Deutschland. Und wir wissen, dass jeder Kampf, den er bietet, ein Leckerbissen ist. Egal, ob er dabei untergeht oder ob er gewinnt. Und oft genug hat er gewonnen. Einige Turniere und einige Meisterschaften. Und sein Gegner ist Rick Crawford aus Kanada. Der Teamkampfpartner von Carl Wallace in dem kanadischen Team Double Trouble. Und Frans van Buyten mit 100 Kilo und 1,85 Meter Größe immer noch austrainiert. Und er ist ehrgeizig. Er ist ehrgeizig. Er kommt ja aus einer großen Ringerfamilie. Seine beiden Brüder haben auch gerungen. Franz ist jetzt noch derjenige, der die Ringerschuhe anhat. Beide anderen Brüder haben sie an den Nagel gehängt. Und van Buyten kennt auch die kanadischen Kampfregeln. Er ist alle Kampfarten gewöhnt, mit Pause und ohne Pause, wie es ja drüben gezeigt wird, in Übersee. Und wichtig ist bei ihm immer wieder das gute Timing, was er hat in seinen Kämpfen. Deswegen hat er auch schon viele Streetfights für sich entschieden, weil es da auch unbedingt auf ein gutes Timing ankommt. Und diese Kanadier, die hier rüberkommen, es sind raue Burschen, es sind ganz harte Burschen. Kräftig, weil sie sehr viel trainieren auch. Aber zu 80% ringen sie diesen rauen Stil. Warum, weiß man nicht. Vielleicht, weil auch drüben in Übersee viel von den Referees nicht gesehen wird. Und man dann natürlich einige unfaire Attacken machen kann, ohne dass der Referee gleich eingreift. Aber mit dieser Kopfschere hat Frans van Buyten seinen Gegner bereits beeindruckt, der hier auf den Referee losgeht. Und das kann passieren, dass er gar ganz schnell die rote Karte kriegt. Erstmal hat er jetzt hier eine Verwarnung gekriegt. Und das sollte er sich gut merken. Kraft gegen Technik, kann man hier sagen. Wobei auch Frans van Buyten genug Kraft hat, um auch weit schwerere Gegner auf die Bretter zu legen. Ja, hier sieht man die Anstrengung, wie Rick Crawford diesen seitlichen Armhebel hält. Da könnte jetzt, ja, da wird er übersprungen und ein halber Monkey Climb. Und Crawford ist in der Ecke, wird angezählt. Das hat ihn überrascht jetzt. Frans van Buyten ist ja früher sehr viel auf dem Heumarkt in Wien zu sehen gewesen, zu Zeiten eines Georg Blemenschütz noch, war er immer auf den ersten Plätzen zu finden. Heute sieht man ihn in Deutschland beim Hamburger Turnier. Und auch die Fans in Hannover haben ihm immer zugejubelt auf dem Schützenplatz. Oder die Fans in der Umgebung, Garbsen, Latzen und so weiter. Alles, was dort den Ringkampf liebt. Ja, und dieser kombinierte Bein- und Fußhebel ist ein Aufgabegriff. Ich sage es immer wieder, wenn da durchgezogen wird und nicht genug Kraft gegengesetzt werden kann, dann ist es Submission, also Aufgabe des Kampfes. Und das hat auch den Crawford beeindruckt. Oh ja, da attackiert er sofort, humpelt noch ein bisschen. Das hat wehgetan. Und
Und die Hüftschleuder, ist das ein Hüftschleuder? Da wird der Gegner durch den Ring geworfen. Und das ist die altdeutsche Kopfschere, wie sie gesprungen wurde. Zum ersten Mal von Achim Schall, dem besten deutschen Techniker. Und auch von Hansi Roch später. Die deutsche Kopfschere, hier sehen wir es. Das eigene Gewicht wird nach hinten verlagert und der Gegner mitgenommen dabei. Ein sehr schwieriger Sprung. Und hier kommt gleich der Dropkick hinterher und da geht Crawford aus dem Ring. Fantastisch, diese Technik. Ja. Und einmal der Bumerang. Nein, das ist absolut der Backbreaker übers Knie. Ich nenne ihn ganz einfach den Axel Dieter. Denn Axel Dieter hat diesen Griff einmal kreiert. Einer der größten im professionellen Ringkampf. Und auf allen Turnieren in Österreich und Deutschland jahrelang einer der Besten gewesen. Axel Dieter jetzt bei Hamburg. Er ringt nicht mehr, aber er ist einer der Größten. Er hat übrigens jetzt Geburtstag gehabt. Alles Gute von hier aus. Denn Axel Dieter ist Catch-Geschichte. Franz van Beuten hat einige große Kämpfe mit Axel bestritten. Gerade auf dem Heumarkt in Wien. Und hier muss erst einmal Crawford bezahlen, der Kanadier, der hierher gekommen ist, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen für ganz Kanada, der geglaubt hat, er kann nach Europa kommen und hier alles niederringen, so wie sie kommen, und gerät hier an Franz van Beuten, der ihn auflädt, zu einem Backdrop hochnimmt, ganz weit rüber wirft. Fantastisch. Und das tut natürlich weh und das nimmt die Luft. Und hier kommt der Teamkampfpartner von Crawford zum Ring, Carl Wallace. Double Trouble. Ja, Double Trouble ist wirklich bei den beiden richtig. Hier hat Franz van Beuten Crawford eingespannt jetzt. Und jetzt kommt der Wallace in den Ring und macht den Backdrop mit van Beuten. Und beide Double Trouble, so wie sie hier waren, attackieren Franz van Beuten. Na, das geht nicht. Sie zerstören ihn hier. Projektion zur Ecke und Franz mit dem Kopf auf die Ringverspannung. Nein. Und hier noch einmal, einer steigt auf Seil. Und Crawford macht hier den Salto von oben. Das ist gefährlich. Auf van Beuten. Nein, das ist, ja, das ist die rote Karte. Disqualifikation. Und Sieger ist hier Franz van Beuten. Die beiden Kanadier, sie können nicht verlieren, das ist es. Und attackieren Franz van Beuten weiter. Das geht doch nicht. Aber da ist Flash Gordon, der Weltmeister. Flash Gordon will Franz helfen hier. Oh ja, verrückt sind die beiden Kanadier. Und am liebsten möchte er eingreifen, Flash Gordon. Oh, da werden wir wohl noch einiges erleben in einem Rückkampf. Ja, es ist wieder mal so zugegangen. Flash Gordon verlangt hier einen Rückkampf. Ja, das wäre es wieder für heute bei Eurosport und New Catch. Meine Damen und Herren, ich sage auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Sendung dann mit großen Kämpfen bei New Catch.